Polizeinotruf. Hallo? Hier ist der Polizeinotruf. Hören Sie mich? Ich habe etwas angefahren. Ich hoffe, dass es nur ein Tier war. Wo sind Sie denn gerade? Anzinger Forst, beim Naturschutzgebiet. Sind Sie verletzt? Nein. Wie heißen Sie? Hallo? Hallo, hören Sie mich? Hallo? Hallo? Leitstelle an alle Einsatzkräfte. Ist jemand in der Nähe vom Anzinger Forst? Ja, K11 ist in der Nähe. Was gibt's denn? Zwei Kollegen von der Streife sind vor 40 Minuten zu einem gemeldeten Wildunfall gefahren. Seitdem haben sie sich nicht mehr gemeldet. Könnt ihr mal nachschauen, was da los ist? Jo, wir schauen uns das mal an. Ja, ich bin ja gespannt, was die Kollegen hier machen im Wald bei dem Wetter. Nicht, dass sie pennen. Ja, wer weiß, was die sonst so da treiben. Ja, da soll man sich nie so sicher sein. Oh, das Wetter ist aber wirklich übel, du. Ja. Ja, komm, früher bei der Streife haben wir sowas auch gemacht. Ab und zu mal im Wald, ein bisschen Bubo gemacht. Du vielleicht? Ja, früher halt. Ne? Sowas habe ich nie getan. Früher noch, als die Lechte härter waren. Ah, guck mal, da vorne steht er. Ja, ist er doch, na klar. Scheißwetter. Also nach einem Wildunfall sieht das hier aber nicht aus. Naja, sehe ich auch nichts. Wagen ist offen und Schlüssel liegt drin. Also die können nicht vorgehabt haben, hier weit wegzugehen. Vielleicht sind sie da in den Wald rein. Ja, aber warum sollten sie? Hätten sie auch Bescheid gesagt. Ja, einfach mal gucken. Komm, wir gehen auch mal gucken. Ja, warte, ich sag noch Bescheid. Leitstelle für K11. Leitstelle hört. Ja, also wir haben jetzt tatsächlich das Auto gefunden, aber vom Wildunfall ist hier nichts zu sehen und von den Kollegen keine Spur. Okay. Sag mal, wer sind denn eigentlich die Kollegen? Das sind Ludwig Ballmeier und Lena Mölders. Ja, verstanden. Wir gucken uns hier mal um. Alles klar. Ha, die Lena, die kenne ich. Eine ganz junge, nette Kollegin, die ist mit mir beim Dienstsport. Aha. Ich hasse Wälder. Warum? Zecken. Echt jetzt? Nein, Quatsch. Ich hasse Wälder nur bei Regen. Hast du das gehört? Ja. Das kam doch von da. Irgendwo hier. Ja, ich weiß auch. Vorne. Leitstelle für Wagen 12, kommen. Das Funkgerät. Das gefällt mir aber gar nicht, ey. Oh. Und die Mütze. Oh Mann. Oh Michael. Guck mal, hier ist Blut, überall. Leitstelle für K11. Leitstelle hört. Ja, wir haben die Mütze und Funkgerät vom Kollegen gefunden und Blut. Wir brauchen hier dringend Verstärkung. Hier ist irgendwas mächtig schiefgelaufen. Okay, Verstärkung ist auf dem Weg. Guck dir das an. Das sind Schrotkugeln, verdammte Scheiße. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Oh Mann. Kommt hier die Hilfe zu spät. Und wo ist Lena? Die muss hier noch irgendwo sein. Genau wie der Schütze. Lena, verdammt! Lena! Micha, die Waffe ist auch weg. Oh Gott, Scheiße, ey. Lena! Leitstelle für K11. Leitstelle hört.
Wir haben den Kollegen gefunden, tot. Wir brauchen jetzt volle Programm. Spuse, Gerichtsmedizin, Hundestaffel, sofort. Verstärkung ist auf dem Weg. Sehr gut, Kollegen. Das ging echt schnell. Dankeschön. Hallo. Hallo. Okay. Ludwig Ballmeier wurde mit dem Schrotgewehr erschossen, notdürftig verscharrt. Von der Kollegin fehlt noch jede Spur. Der Ludwig, den habe ich gekannt. Korrekter Kollege. Ich weiß, schreckliche Situation für uns alle. Aber wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen unbedingt die Kollegin finden. Ihre Mütze haben wir schon. Vielleicht kann der Hund damit was anfangen, ja? Ich denke, diese Richtung, da sind wir richtig. Wir probieren's. So, voran. Ja, Philipp, wir müssen wissen, was hier los ist. Vor allem, wer den Wildunfall gemeldet hat. Hier gibt es weit und breit keinen. Okay, Micha. Alles klar. Ciao. Bis jetzt nicht. Ah, jetzt doch. Philipp! Danke euch. Ja, ciao. Der Notruf habe ich gerade gekriegt. Polizeinotruf. Hallo? Hier ist der Polizeinotruf. Hören Sie mich? Ich habe etwas angefahren. Ich hoffe, dass es nur ein Tier war. Wo sind Sie denn gerade? Anzinger Forst, beim Naturschutzgebiet. Sind Sie verletzt? Nein. Wie heißen Sie? Hallo? Hallo, hören Sie mich? Hallo? Also auf jeden Fall war es schon eine Frauenstimme. War die Nummer unterdrückt? Ja. Aber was für eine Stimme war das denn bitte? Völlig abgehackt. So spricht doch niemand. Na gut, jeder reagiert anders. Ja, pff. Okay, was haben wir? Unsere beiden Kollegen fahren zum Wald, zu diesem Wildunfall, wenn es denn überhaupt ein Wildunfall war, steigen aus, gehen in den Wald. Gehen in den Wald? Wozu? Ein Wildunfall, den sucht man doch nicht im Wald, den sucht man auf der Straße. Ja, pff, keine Ahnung, vielleicht haben sie im Wald irgendwas gesehen oder gehört oder der Kollege musste noch mal pinkeln. Auf jeden Fall gehen sie in den Wald und es wird mit einem Schrotgewehr auf sie geschossen. Der Kollege verstirbt und seine Leiche wird verscharrt. Natürlich. Und die Kollegin Lena Mölder steht daneben, bewaffnet und macht nichts? Philipp, ich glaube nicht, dass es ihr gut geht. Oh Mann, ey. In solchen Momenten, da wird mir immer wieder bewusst, wie gefährlich unser Job eigentlich ist. Denkst du auch manchmal darüber nach, Philipp? Philipp? Ich überlege nur gerade. Schrotflinte klingt nach Jagdgewehr. Vielleicht besteht wirklich kein Zusammenhang zwischen der Schießerei im Wald und dem Wildunfall. Vielleicht wollte Ballmeier einfach nur pinkeln gehen und wurde aus Versehen vom Jäger erwischt. Warte mal, war da nicht letztens so ein Fall im Anziger Forst, wo so ein Wilderer rumgeballert hat? Warte, ich gucke. Das kann aber auch schon länger her sein. Finde ich sofort raus. Warte. Na, da haben wir's. Nee, das war jetzt gerade erst in den letzten Tagen. Da hat jemand mehrfach unerlaubt Tiere erschossen. Und jetzt guck mal, wer den Bericht geschrieben hat. Nee, Ludwig Ballmeier. Was ist denn, wenn die Beamten einfach noch mal checken wollten, ob da alles okay ist in dem Wald? Sind auf den Wilderer gestoßen und der hat sie dann erschossen. Ach, das kann gut sein. Aber mit diesem Notruf, ganz ehrlich, da stimmt doch auch irgendwas nicht. Diese Pausen. Hallo. Warte mal, hier, die eine will ich dir vorspielen. Naturschutzgebiet. Gleich. Sind Sie verletzt? Nein. Hä? Ja. Das müssen wir checken lassen. Ich frage mal erst mal bei Dani draußen, ob da was Neues gibt. Warte mal. So, ich mal laut. Hi, Philipp. Ja, Dani, du bist auf laut. Gibt's was Neues? Ja, der Hund hat zwar eine Fährte aufgenommen und die Spur dann aber leider verloren. Ich fahre jetzt mal zu den Kollegen nach Hause und versuche mit den Angehörigen zu sprechen. Nee, bleib vor Ort. Ich übernehme das. Ja, das lieb, aber das würde ich ganz gern selbst machen. Ich kenne die Lena nämlich. Ja, okay. Ich fahre zur Familie Ballmeier. Ciao. Danke, ciao. Danke. Ja, nimm das Auto. Danke, ciao. Polizei!
Ich höre Sie doch. Machen Sie die Tür auf. Sorry, meine Schwester ist nicht da. Das heißt, es ist Lenas Schwester. Haben Sie irgendwas von ihr gehört? Nein. Oh Mann, aber Sie wohnen zusammen hier? Nur vorläufig. Ist eine lange Geschichte. Was wollen Sie denn von mir? Sind Sie eine Kollegin von Lena? Ja, ich bin eine Kollegin. Es gab heute einen Vorfall auf Lenas Arbeit. Wie? Was ist passiert? Ist Lena verletzt? Typhoon Oluso? Sehe ich aus wie ein Türke? Das ist Timo, mein Freund. Typhoon wohnt hier nicht mehr. Aber jetzt möchte ich endlich wissen, was passiert ist. Das würde ich ganz gern drin besprechen. Ja, kommen Sie rein. Danke. Wer ist denn das hier? Ach, das ist Typhoon. Er hat sich vor 2 Wochen von Lena getrennt und ist ausgezogen. Er kommt aber gleich nochmal vorbei, um sein ganzes Zeug abzuholen. Dann kann er das gleich mitnehmen. Und darf ich das mitnehmen? Ich könnte das vielleicht auch gebrauchen. Von mir aus? Dankeschön. Frau Mülders, vielleicht setzen Sie sich besser mal. Ja, ich habe keine allzu guten Nachrichten. Also, der Kollege Ihrer Schwester, Ludwig Beilmeier, ist heute Morgen erschossen worden. Oh Gott. Ja, das ist schrecklich für uns alle. Und Ihre Schwester, die ist verschwunden. Was ist mit ihr? Wurde sie auch angeschossen? Ja, das wissen wir bislang noch nicht. Ja, noch suchen wir nach ihr. Wir hoffen, dass alles gut ist, aber wir müssen sie jetzt möglichst schnell finden. Wann haben Sie denn zuletzt mit ihr gesprochen? Heute Morgen, beim Frühstück. Ja, hat sie da irgendwas Komisches gesagt oder was hat sie gesagt? Nein, sie war ganz normal. Sie war gut drauf und hat sich gefreut auf ihren Job. Oh Mann, es tut mir leid. Das ist bestimmt Typhoon. Ich wimmel den ab. Nee, lassen Sie den mal reinkommen. Mit dem würde ich auch gern reden.